Wie ist denn Ihr erster Eindruck vom neuen Berliner Erzbischof? Ich habe ihn als sehr offen, als sehr spontan, aber dabei auch immer zielgerichtet erlebt. Ich glaube, Berlin kann sich auf den neuen Erzbischof freuen. Er wird auf alle Menschen zugehen. Der passt zu uns. Der passt zu uns? Ja. Und gibt es Erwartungen an den Erzbischof? Ich denke, er wird gut weitermachen, wie der Wölki gemacht hat. Sein Stil. Ja, ich finde ihn sehr sympathisch, freundlich, aufgeschlossen und was auch ganz wichtig ist, finde ich, sehr humorvoll. Finde ich ihn auch noch dazu. Ich kenne ihn seit Jahrzehnten aus Köln und ich weiß, dass er ein sehr guter Pastor ist, ein guter Hirte und ein Mann unserer Zeit. Aber er hat mich sehr positiv überrascht. Was überrascht Sie so positiv? Seine Ausstrahlung. Auch, dass er sich viele Gedanken gemacht hat über die Vielfalt, auf was er sich hier einlassen wird. Es ist ja ein bisschen Gegenwind schon gekommen vom Vorsitzenden der Diözesankonferenz, aber dass er so offen auf diese Vielfalt sich einlassen will, das begeistert mich sehr. Wir freuen uns auch als Malteser sehr, dass wir einen Malteser als Erzbischof für Berlin bekommen. Und wir haben schon mal das passende Wetter heute bereitgestellt für ihn, um ihn hier zu empfangen. Und wir hoffen auf eine sehr gute Zusammenarbeit mit ihm, so wie wir es mit seinem Vorgänger Kardinal Wölki auch hatten, der die Anliegen der Malteser, der Hilfe der Bedürftigen immer sozusagen mit in den Vordergrund gestellt hat und sich auch für uns engagiert hat und mit uns engagiert hat. Und das wünschen wir uns auch, dass es mit einem neuen Erzbischof genauso sein wird. Ich denke, dass er gut zu Berlin passt, mit seiner offenen Art. Also, ich denke, das war die richtige Wahl. Wie ist Ihr erster Eindruck vom neuen Erzbischof? Ja, sehr positiv. Humorvoll, offen, aufgeschlossen, erfahren. Also, ich denke auch, wie es die Redner zum Schluss gesagt haben, er passt gut zu Berlin. Ich wünsche ihm viel Kraft und viel Heiligen Geist für all die Aufgaben, die anstehen. Und gestern Abend haben wir ihn erlebt in der Jugendkirche, dass er so entspannt und zugehend auf die Menschen bleiben kann.